Russischer Impfstoff offenbar besser als angenommen. Medizinisches Fachblatt bestätigt hohe Wirksamkeit. Europol warnt vor gefälschten Testnachweisen, die von Kriminellen angeboten werden. Ex-Freundinnen beschuldigen Schockrocker. Marilyn Manson wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe. Der russische Covid-Impfstoff scheint wirksamer zu sein, als viele Kritiker bisher annahmen. Der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet zufolge erreicht Sputnik V eine Wirksamkeit von mehr als 90%, höher als das in der EU zugelassene Vakzin AstraZeneca. Den beteiligten Wissenschaftlern zufolge soll der Impfstoff auch den Ausbruch der Krankheit stark dämpfen. 20.000 Probanden hatten in Russland im Herbst an der Studie teilgenommen. Forscherinnen und Forscher, die nicht an der Studie beteiligt waren, hatten damals das Tempo kritisiert und Russland mangelnde Transparenz vorgeworfen. Doch die Bilanz sei eindeutig, heißt es in der Fachzeitschrift. Ein weiterer Impfstoff könne im Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werden. Die Veröffentlichung in The Lancet zeigt, dass Sputnik V ein Vakzin für die Menschheit ist. Er ist einer von nur drei Impfstoffen, der eine höhere Wirksamkeit als 90% erreicht. Gleichzeitig ist er günstig und logistisch nicht aufwendig, da er zwischen +2 und -8 Grad gelagert werden kann. Außerhalb von Russland wurde Sputnik V bereits in mehr als ein Dutzend weiteren Ländern zugelassen, darunter Belarus, Serbien, in den Palästinensergebieten und im Iran. Innerhalb der Europäischen Union zeigt Ungarn großes Interesse, doch die nationale Gesundheitsbehörde muss noch grünes Licht geben. Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor gefälschten negativen Coronavirus-Testnachweisen. So wurde am Flughafen Charles de Gaulle in Paris bereits ein Händlerring aufgedeckt, der gefälschte PCR-Testergebnisse an Reisende verkaufte. In Großbritannien wurden vermeintliche Dokumente für umgerechnet 113 Euro angeboten, in Spanien für 40 Euro. Nach nicht zertifizierten Schutzmasken und Fake-Impfstoffen seien jetzt gefälschte negative Testergebnisse im Trend, schreibt Europol auf Twitter. Kriminelle hätten sich darauf spezialisiert, aus der Corona-Pandemie Profit zu schlagen. Einige der Fake-Testnachweise wurden offenbar mit hochwertigen Druckern hergestellt. Die Polizeibehörden in den europäischen Staaten fordert Europol dazu auf, die Informationen über gefälschte Tests zu teilen. Zwei Sprachen, zwei Kirchen, zwei verschiedene Busfahrpläne. Das ist der Alltag in Rio Norte Castilla und Rio de Unor. Eigentlich ein Dorf, das sich über Portugal und Spanien erstreckt. Wegen der Covid-Krise wurde die Grenze geschlossen. José Antonio ist Bäcker. Er lebt in Portugal. Seine Garage ist jedoch in Spanien. Dort lebt auch sein Bruder Manuel. Im spanischen Teil gibt es keinen Lebensmittelhandel. Daher fährt José Antonio jeden Tag an die Landesgrenze, um seine Backwaren zu verkaufen. Er kommt und wartet geduldig, bis wir bei ihm einkaufen. Wir hoffen, er wird nicht krank, weil er eine Fabrik und Angestellte hat. Er ist der Älteste und viel unterwegs. Zwar dürfen die Menschen in den anderen Dorfteil wechseln, aber nur zu Fuß. Einzig landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen 2 Stunden am Tag die Grenze passieren. 2 Länder, ein Dorf und ein Bäcker. Eine Geschichte, wie sie sich wohl nur in außergewöhnlichen Zeiten ereignen kann. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat in Brüssel eine Anhörung zur sogenannten Terrorakte Paris II begonnen. Die belgische Justiz prüft, ob 20 Komplizen der Haupttäter bei den Pariser Anschlägen 2015 der Prozess gemacht werden soll. Bei den Anschlägen an verschiedenen Stellen der französischen Hauptstadt sowie am Fußballstadion in Saint-Denis waren damals 130 Menschen ums Leben gekommen. Die Anschläge wurden zum großen Teil von Belgien aus organisiert. Dabei hatten die Terroristen Unterstützung von Helfern, die den Täter etwa Unterschlupf gewährten oder sie zum Flughafen brachten. Conduire son ami à l'aéroport Charles de Gaulle, ce n'est pas une activité qui est illégale. Einen Freund zum Flughafen zu fahren, sei nicht kriminell, sagt dieser Anwalt. Die Frage sei, was habe er gewusst? Habe er den Grund für die Fahrt zum Flughafen gekannt? Es seien Elemente wie diese, die nun vor einem möglichen Prozess analysiert und geklärt werden müssten.
et sans doute plus tard par la juridiction de jugement. Die Staatsanwaltschaft will 12 der Helfer einen Strafprozess machen. Dazu muss die Justiz klären, ob ein regelmäßiger Kontakt zu Terroristen und die Unterbringung von Mitgliedern der französisch-belgischen Dschihadistenzelle eine Mittäterschaft darstellt. Der Vorwurf gegen seinen Mandanten sei nicht klar, so dieser Anwalt. Er wolle genau wissen, was ihm vorgeworfen werde. Die Brüsseler Kammer soll noch bis Ende Februar zu einer Entscheidung kommen. Mögliche Strafverfahren sollen am Jahresende beginnen. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden stattfinden. Eine Absage aufgrund der Coronavirus-Lage komme nicht in Frage. Das sagte der Präsident des Komitees der Olympischen Spiele, Yoshihiro Mori, nach einem Treffen von Verantwortlichen in Tokio. Die Spiele hätten bereits 2020 stattfinden sollen. Die Diskussion geht nicht darum, ob wir sie abhalten, sondern lediglich, wie wir sie abhalten. Wir sollten dies als eine Möglichkeit sehen, die Spiele neu zu gestalten. Am 23. Juli sollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen. Doch nicht nur die Athleten haben Zweifel, auch die Japaner sind noch nicht überzeugt, dass die Spiele in Corona-Zeiten ausgetragen werden sollen. Das größte Problem im Moment ist, wie skeptisch die Japaner die Spiele sehen. Und das zweitgrößte ist, wie wir die Spiele vorbereiten, während wir gleichzeitig gegen das Virus kämpfen. Mori sagte auch, dass es nicht in Frage komme, die Länge des Fackellaufs zu verkürzen, der für den 25. März in der Präfektur Fukushima geplant ist. US-Musiker Marilyn Manson hat Missbrauchsvorwürfe gegen ihn abgestritten. Seine Kunst und sein Leben seien lange Anlass für Kontroversen gewesen, so der Rocker auf Instagram. Aber die neuen Behauptungen seien eine schreckliche Realitätsverzerrung. Seine intimen Beziehungen seien immer einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnerinnen gewesen. Am Montag hatten mehrere Ex-Freundinnen Mansons ihn erstmals konkret beschuldigt, ihnen körperliche und psychische Gewalt angetan zu haben, darunter die Schauspielerin Evan Rachel Wood. Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, habe angefangen, sich ihr Vertrauen zu erschleichen, als sie noch ein Teenager war und sie auf schreckliche Art und Weise jahrelang missbraucht, so Wood auf Instagram. Woods und Mansons Beziehung wurde 2007 bekannt, als sie 19 war und er 38. Vorwürfe kamen auch von den Models Sarah McNally und Ashley Lindsay Morgan. McNally schrieb, sie sei emotional missbraucht und terrorisiert worden. Manson habe sie eingesperrt, manchmal habe sie zuhören müssen, wie er andere Frauen unterhielt. Morgan schrieb, als sie sich kennenlernten, habe sie sich bei Manson sicher gefühlt. Sie sei schnell mit ihm zusammengezogen, dann habe er ihr Befehle gegeben und sie für Verhalten bestraft, das ihm nicht gepasst habe. Beide schrieben, sie litten an posttraumatischen Belastungsstörungen. Mansons Plattenlabel gab bekannt, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Eine kalifornische Senatorin forderte das Justizministerium dazu auf, die Vorwürfe zu untersuchen. Dichtes Schneegestöber am Times Square. So haben die New Yorker ihre Stadt schon lange nicht mehr gesehen. Über Big Apple liegt eine dichte Schneedecke und ein Ende ist noch längst nicht abzusehen. Schuld ist ein heftiger Schneesturm über der Ostküste. Bis zu 60 cm Neuschnee werden erwartet. Dennoch gewinnen viele der Winterlandschaft etwas Schönes ab. Es ist wunderbar, sehr, sehr schön. So habe ich das noch nie gesehen und ich lebe seit 20 Jahren hier. Der Central Park hat geradezu Alpenflair und animiert zum romantischen Schneespaziergang. So viel Schnee sehen wir in New York City nicht so oft und der Central Park ist einer der schönsten Orte der Welt, um den Schnee zu genießen. Der wohl schwerste Wintereinbruch seit Jahren hat die Stadt, die niemals schläft, tatsächlich lahmgelegt. Bürgermeister Bill de Blasio hat den Notstand ausgerufen, Schulen bleiben geschlossen, was junge Rodler nicht davon abhält, den Neuschnee auf ihre Weise zu testen.
Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Die Covid-Krise hat viele Menschen in Europa in Armut gestürzt. Innerhalb weniger Monate nur erlebten einige den Ruin. Einer von ihnen ist der alleinstehende Raymond Jacquet aus Verviers in Belgien. Der ehemalige Buchhändler bezieht eine kleine Rente, die er bislang durch Buchverkäufe auf Flohmärkten aufbesserte. Diese Zusatzeinnahmen sind nun verschwunden. Dazu kommt seine Einsamkeit. Wirtschaftliche Armut sei vor allem eine soziale, so sagt er. Und diese soziale Armut wiege sehr schwer. Jeder brauche den Kontakt mit anderen Menschen. Doch dieser finde nicht länger statt. Man sterbe allein in seinem Zimmer. Er lebe allein in einer kleinen Wohnung für 400 Euro. Er werde eines Tages an Einsamkeit sterben. Heute kann er sich kein neues Buch mehr leisten. Seine Ausgaben sind bis auf den letzten Cent verplant. Neulich habe er sich eine Pizza gekauft für 6,50 Euro. Für sein Budget eine enorme Ausgabe. Ab und zu wolle er sich das leisten, aber er kaufe lieber Eier, Tomaten und Kartoffeln für ein Frikassee. Viel anderes könne er nicht machen. Im vergangenen Herbst erkrankte er an Covid. Die meiste Zeit verbrachte Raymond seitdem zu Hause. Es sei elend, elend und traurig. Gelegentlich zerbreche er daran und frage sich, ob es wohl jemals besser werde. Von der Finanzkrise 2008 bis zur Coronavirus-Krise ist es Europa nicht gelungen, die Armut einzudämmen. Jeder fünfte Bürger lebt heute an der Armutsgrenze. Nun droht eine soziale Krise nie gekannten Ausmaßes, so der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Die Krise komme in zwei Wellen. Es gäbe bereits zahlreiche Menschen, die einen Einnahmeverlust hätten hinnehmen müssen. Viele von ihnen hätten bereits zu Geringverdienern gehört. Nun komme eine Welle von Entlassungen auf uns zu, wenn zahlreiche Firmen zumachen müssten, da die staatliche Unterstützung schrittweise auslaufe. Unglücklicherweise stehe eine große Zahl von Unternehmen vor der Pleite. Zu befürchten sei daher eine deutliche Zunahme der Armut bis zum Jahresende. Une très nette augmentation de la pauvreté à la fin de 2021. Nach Meinung des UN-Berichterstatters sollte die EU soziale Ausgaben nicht länger als langfristige Schulden betrachten, sondern als langfristige Investitionen. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps.
Machtpolitik mit Impfstoffen. Russland und China wollen Einfluss gewinnen. EU-Konjunkturdaten für das vierte Quartal 2020 fallen besser aus als erwartet. Bis zu 60 cm Neuschnee, ganz New York ist eine Winterlandschaft. Die EU hängt mit ihren Impfkampagnen hinter Staaten wie den USA und Großbritannien zurück. Deswegen hat etwa Ungarn Impfstoffe aus China und Russland zugelassen, um das Impftempo zu erhöhen. Für die EU wäre ein solcher Schritt nicht zulässig. Denn die EU-Impfstrategie schreibt vor, dass Impfstoffe nur von den Pharmaunternehmen gekauft werden, die Produktionskapazitäten innerhalb der EU haben, auch wenn das russische Serum nach Ansicht westlicher Experten mehr als 90% wirksam ist. Es hänge von den Produktionskapazitäten ab, sowie von einer Genehmigung durch die EU-Zulassungsbehörde, so ein Kommissionssprecher. Derzeit sei die EU gut beraten, sich an ihre Impfstrategie zu halten. China und Russland produzieren Impfstoffe innerhalb ihrer Grenzen. Doch nun schloss selbst der deutsche Gesundheitsminister nicht aus, chinesische oder russische Präparate einzusetzen, sollte die EU-Zulassungsbehörde grünes Licht geben. Experten sehen in den Impfstoffen einen geopolitischen Verhandlungspfand, um Vorteile und Einfluss in Länder an der EU-Peripherie zu gewinnen, die seit langem auf westliche Präparate warten. Zugleich sei eine Desinformationskampagne seitens der Chinesen und Russen etwa über angebliche Nebeneffekte des Pfizer-Impfstoffs zu beobachten. Es werde also um die Integrität von Impfstoffen gekämpft, so Christine Bersina vom German Marshall Fund. Bislang hat die EU 3 Impfstoffe genehmigt, doch ringt sie darum, die bestellten Mengen auch ausgeliefert zu bekommen. 2 Sprachen, 2 Kirchen, 2 verschiedene Busfahrpläne. Das ist der Alltag in Rio Norte Castilla und Rio de Unor. Eigentlich ein Dorf, das sich über Portugal und Spanien erstreckt. Wegen der Covid-Krise wurde die Grenze geschlossen. José Antonio ist Bäcker, er lebt in Portugal. Seine Garage ist jedoch in Spanien. Dort lebt auch sein Bruder Manuel. Im spanischen Teil gibt es keinen Lebensmittelhandel. Daher fährt José Antonio jeden Tag an die Landesgrenze, um seine Backwaren zu verkaufen. Er kommt und wartet geduldig, bis wir bei ihm einkaufen. Wir hoffen, er wird nicht krank, weil er eine Fabrik und Angestellte hat. Er ist der Älteste und viel unterwegs. Zwar dürfen die Menschen in den anderen Dorfteil wechseln, aber nur zu Fuß. Einzig landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen 2 Stunden am Tag die Grenze passieren. 2 Länder, ein Dorf und ein Bäcker. Eine Geschichte, wie sie sich wohl nur in außergewöhnlichen Zeiten ereignen kann. Aus seinem Hobby einen Beruf machen. Als die Kinder klein waren, hat diese Spanierin nicht gearbeitet. Jetzt macht sie Spielzeug aus Holz. Die Idee dazu kam ihr bei einem Workshop. 20 Frauen nahmen in den Bergen von Madrid an Enraizadas teil. Es hat mir geholfen, meine Ideen zu verwirklichen, die Schwierigkeiten und den Wert meiner Arbeit zu erkennen. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich hing in der Luft, hatte keine Ahnung von Marketing, Buchhaltung, Ausgaben. Auch Carmel nahm an diesem Workshop teil. Sie arbeitet mit Schmuck und Emaille. Um Teamarbeit und Zusammenarbeit zu fördern, gründeten die Frauen eine Kunsthandwerkerinnenvereinigung. Jeder von uns hat ihr kleines Handwerk aufgezogen, aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir als Gruppe mehr erreichen, dass wir zusammen stärker und sichtbarer sind. Aber die Pandemie hat die Aktivitäten des Vereins eingeschränkt. Der Workshop, an dem diese Frauen teilgenommen haben, fördert nachhaltige Projekte. Und er bringt sie mit etablierten Kleinunternehmen zusammen, um ihre Geschäftsmöglichkeiten zu verbessern. In Fresnedias de la Oliva gibt es keine großen Unternehmen oder Industrien. Deshalb sind kleine Läden wie das Schmuckgeschäft von Carmel gut für die lokale Wirtschaft. Die Initiative ist perfekt für diese Gegend. Sie erlaubt den Menschen, hier zu bleiben. Auf diese Weise kann die Stadt wachsen, ohne dass wir unser Umfeld, unsere Natur zerstören. In dem Ort wird die
zweite Auflage der Enres Sadas Workshops vorbereitet. Seit 2015 werden auch Unternehmerinnen unterstützt, die nicht aus dem ländlichen Raum kommen. Wir suchen nicht nach Erfolg im klassischen Sinn. Für uns ist ein Projekt dann erfolgreich, wenn die Frau von ihrer Arbeit anständig leben kann und das, was sie macht, gern tut. Wichtig ist auch, dass sie ihr Leben mit ihrer Arbeit vereinbaren kann. Erstmals dieses Jahr wird der Workshop online und landesweit angeboten. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden stattfinden. Eine Absage aufgrund der Coronavirus-Lage komme nicht in Frage. Das sagte der Präsident des Komitees der Olympischen Spiele, Yoshihiro Mori, nach einem Treffen von Verantwortlichen in Tokio. Die Spiele hätten bereits 2020 stattfinden sollen. Die Diskussion geht nicht darum, ob wir sie abhalten, sondern lediglich, wie wir sie abhalten. Wir sollten dies als eine Möglichkeit sehen, die Spiele neu zu gestalten. Am 23. Juli sollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen. Doch nicht nur die Athleten haben Zweifel, auch die Japaner sind noch nicht überzeugt, dass die Spiele in Corona-Zeiten ausgetragen werden sollen. Das größte Problem im Moment ist, wie skeptisch die Japaner die Spiele sehen. Und das zweitgrößte ist, wie wir die Spiele vorbereiten, während wir gleichzeitig gegen das Virus kämpfen. Mori sagte auch, dass es nicht in Frage komme, die Länge des Fackellaufs zu verkürzen, der für den 25. März in der Präfektur Fukushima geplant ist. Europas Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 zwar aufgrund von durch die Pandemie ausgelösten Sperren geschrumpft, aber weniger als erwartet, so erste Schätzungen der EU. Im vierten Quartal war die Wachstumsrate nur um 0,5% zurückgegangen, im zweiten Quartal waren es ganze 11,4% weniger. Wirtschaftswissenschaftlern zufolge war der Einbruch im vierten Quartal milder gewesen als im ersten Halbjahr, da restriktive Maßnahmen angepasst worden waren. Eurostat sagte, dass nach seiner ersten Schätzung des jährlichen Wachstums für 2020, basierend auf saisonalen und kalenderbereinigten vierteljährlichen Daten, das Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union um 6,4% gesunken ist und im Euroraum EA, Euro Area, um 6,8%. Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten für das vierte Quartal 2020 vorliegen, ist in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum dritten Quartal sogar leicht um 0,1% gestiegen. Auch in Frankreich ist die Wirtschaft 2020 nicht so stark eingebrochen wie befürchtet, 1,3% weniger im vierten Quartal. Italien 2% weniger im vierten Quartal und Österreich 4,3%. Einen kleinen Lichtblick gab es für Spanien. Von Oktober bis Dezember legte die dortige Wirtschaft um 0,4% zum Vorquartal zu. Dichtes Schneegestöber am Times Square. So haben die New Yorker ihre Stadt schon lange nicht mehr gesehen. Über Big Apple liegt eine dichte Schneedecke und ein Ende ist noch längst nicht abzusehen. Schuld ist ein heftiger Schneesturm über der Ostküste. Bis zu 60 cm Neuschnee werden erwartet. Dennoch gewinnen viele der Winterlandschaft etwas Schönes ab. Es ist wunderbar, sehr, sehr schön. So habe ich das noch nie gesehen und ich lebe seit 20 Jahren hier. Der Central Park hat geradezu Alpenflair und animiert zum romantischen Schneespaziergang. So viel Schnee sehen wir in New York City nicht so oft und der Central Park ist einer der schönsten Orte der Welt, um den Schnee zu genießen. Der wohl schwerste Wintereinbruch seit Jahren hat die Stadt, die niemals schläft, tatsächlich lahmgelegt. Bürgermeister Bill de Blasio hat den Notstand ausgerufen, Schulen bleiben geschlossen, was junge Rodler nicht davon abhält, den Neuschnee auf ihre Weise zu testen. Thank you.